Dresscode 21 und eine Abendkollegklasse auf der Ottmann-Schule hier in Graz haben ein Zusammenarbeitsprojekt, wo wir ein Krawattenmuseum entwickeln. Und heute hier am Abend werden diese vier Teams von dieser Klasse diese Konzepte präsentieren für ein Krawattenmuseum online. Das beste Team gewinnt. Das Besondere an unserem Museum ist, dass es einen Avatar gibt, also so eine Art Butler, der durch das Museum führt. Und dadurch, dass wir eigentlich eine relativ unbekannte Technik benutzen, also vom Aufbau der Webseite, wird es einfach ungewöhnlich. In unserem Konzept geht es hauptsächlich darum, dass an einen guten Zweck gespendet wird. Also, dass man die Krawatten eben mit einem gewissen Sinn verknüpft. Also, dass die Leute sich auch auf der Homepage wohlfühlen und sich denken, dass sie was Gutes tun, indem sie die Homepage besuchen und das somit auch wieder machen und weiterempfehlen. Unsere Grundidee war, wir sind ausgegangen vom Apfel. Apfel und Krawatte haben ganz viele Gemeinsamkeiten, ja, wie Individualität, Struktur, Oberfläche, Internationalität. Es wird beides getragen, das eine vom Mensch, das andere von einem Baum. Ja, das ist unser Grundkonzept, Stammbaumwurzeln. Somit hat sich unser Konzept dann von der Natur abgeleitet mit den Zyklen für Jahreszeiten Homepage bezogen. Vom Projekt her ist mein Liebling eigentlich das Apfelprojekt, das so einen schönen spielerischen Zugang hat. Grafisch sehr interessant war und wahrscheinlich von der Technologie her auch sehr innovativ wahrscheinlich zum Umsetzen gewesen wäre. Das Besondere an unserem Krawattenmuseum ist eben, dass wir uns gedacht haben, die Krawatte sollte eben weg vom Modeaccessoire. Wir wollen daraus ein Kunstobjekt machen. Man soll aus der Krawatte was anderes machen können, als sie nur eben zur Mode zu tragen, als Accessoire zu tragen. Man sollte sie verändern können. Man sollte mit ihr eben aktiv etwas anderes machen können, eben sie in die Kunst bringen und als Kunstobjekt nutzen. Also das Siegerprojekt ist die Kerstin und die Petra, finde ich, waren rhetorisch ganz ausgezeichnet. Also ich finde es besonders gut gelungen, dass die Leute so engagiert waren und kreative Ideen präsentiert haben und auch ein wenig nervös waren. Also es war durchaus eine ernste Stimmung dabei, aber ja, es sind tolle Projekte präsentiert worden. Wirklich. Mit sehr vielen tollen Ideen. Ja, ich denke auch, es waren sehr viele Details dabei. Zum Beispiel diese Thai-Food-Box. Das habe ich sehr gut gefunden. Und auch unser Gewinnerteam, das war auch sehr viel Recherche hinter. Sie haben sich wirklich bemüht. Genau, wir haben versucht, die Zielgruppe genau zu hinterfragen und damit waren sie wahrscheinlich noch sicherer, das so umzusetzen. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, ich bin wirklich zufrieden.